Hallo ihr Lieben, hier ist Jana von janasbastelwelt.de. In meinem heutigen Videotutorial zeige ich euch, wie ihr diese süße Box machen könnt. Und zwar mit dem Envelope Punchboard, aber einem alternativen Verschluss. Platz in dieser 4x4x4 cm großen Box hat zum Beispiel eine goldene Kugel. So, dazu brauchen wir natürlich das Envelope Punchboard. Und ein Stück schwarzen Farbkarton mit den Maßen 13,3 x 13,3 cm. An sich ist beim Envelope Punchboard immer so ein Falzstift, Bein, wie auch immer schon bei. Aber wie man jetzt vielleicht hier sieht, das hier war eigentlich mal eine Spitze. Aber da ich mein Envelope Punchboard dermaßen oft nutze, ist das inzwischen total abgenutzt. Und dadurch die Falzlinie natürlich immer sehr breit wird, nehme ich jetzt einen anderen Falzstift dafür. So, das Papier wird jetzt angelegt bei 3,8 cm. Hier sind die Zentimeter, hier oben die Inchmaße. Also ich richte mich jetzt hier unten nach 3,8 cm. Stanze und ziehe die Falzlinie und drücke das Ganze weiter zu 9,5 cm. Stanze und Falze. Dann wird das Papier gedreht und zwar so, dass jetzt diese Nase hier genau in dieser Falzlinie liegt. Und auch hier wird gestanzt und gefalzt. Und dann gehe ich rüber zur nächsten Falzlinie und verfahre da genauso. Und das mache ich jetzt auch auf den anderen beiden Seiten. So, das Envelope Punchboard kann damit schon zur Seite geräumt werden. Als nächstes knicke ich meine Falzlinie mit dem Falzbein einmal nach. Auf der Seite habe ich die Falzlinie gezogen, das heißt hier das Papier eingedrückt und ich knicke deshalb so rum. Das heißt hier, wo denn das ist sozusagen das Tal, hier ist der Berg, ist innen. Einfacher kann man sich vielleicht daran merken, die Seite, die ich beim Falzen angucke, gerade bei Designpapier wichtig, ist die, die auch nachher außen ist. So. Dann nehme ich mir jetzt eine Schere und schneide entsprechend bis zur nächsten kreuzenden Falzlinie ein. Ob ich jetzt die, mit welcher Seite ich auch nehme, ist egal, weil die Box quadratisch wird. So, und die daneben auch und auf der gegenüberliegenden Seite verfahre ich genauso. Wer mit dem Envelope Punchboard schon gearbeitet hat, kennt eigentlich das Verfahren. Das heißt, man würde das Ganze jetzt so zusammensetzen und hätte hier oben so die Öffnung. Der alternative Verschluss funktioniert ein wenig anders. Und zwar klebe ich das Ganze hier gleich zusammen, hier, und schlage das hier rum, dass hier oben mein Verschluss entsteht. Jetzt könnte ich das hier so lassen, so groß und zumachen. Mir gefiel das jetzt allerdings nicht ganz so gut, weshalb ich mir meinen Papierschneider geschnappt habe. Knick jetzt hier einmal diese schmale Lasche um und hier die mittlere. Das Ganze so auf meinem Papierschneider liegt, schiebt das hier rüber, so, bis kurz vor dieser Wölbung. Das ist jetzt die Falzlinie ungefähr bei 1,3-1,2 cm. Ich gehe da entlang und schneide das so ab. Dann habe ich nämlich hier so kleine Laschen nur drin. Ich könnte auch die Vorderseite natürlich so kürzen, aber das finde ich eigentlich ganz neckisch hier mit der Spitze. Da, wo ich das nicht gekürzt habe, kommen jetzt Glue Dots aufgeklebt. Einmal hier hin und einmal. Ja, also einmal habe ich hier ein Innen, einmal außen, weil ich die jetzt nämlich so übereinander lege. Einfach, dass sie hier unten flach aufliegen und das Ganze festklebe. Klappe ich hier einmal meine kleinen Laschen ein und lege den Deckel sozusagen da drüber. Packe auch hier einen Glue dorthin und klebe dann jetzt
die beiden Laschen aneinander. So. Als nächstes nehme ich mir Tombow-Kleber. Den mag ich sehr gerne, weil er recht schnell trocknet und ganz fantastisch klebt. Mache mir hier rundherum Klebe, spare aber diesen Part aus, weil der nachher hier auffliegt und hier haben wir ja die Lücke und sonst haben wir die Klebe auch sozusagen da in der Box und dann könnte der Inhalt vielleicht kleben bleiben. So. Ja, ich kann das jetzt auch hier nochmal kurz reinstecken. Dadurch ist halt sicher, dass das reinpasst und sich hier nicht die Box, ich versuche das mal anzudeuten, so ein bisschen verzieht beim Zusammenkleben. Wenn das einigermaßen hält, kann ich das nochmal hier alles festdrücken. So. Als nächstes, weil das ja jetzt hier vorne nicht so ganz hübsch aussieht, habe ich Designpapier mir zurechtgeschnitten. 5 Quadrate mit den Maßen 3,7 x 3,7 cm und klebe die jetzt einmal rundherum auf allen 4 Seiten auf, also auch hier drüber und auf den Deckel. Ich gehe dann nochmal da entlang und drücke das alles schön fest. Um das Öffnen der Schachtel ein bisschen zu vereinfachen, habe ich mir jetzt hier die 1,5 Zoll Kreisstanze genommen für die hier ein. Das war so, dass jetzt links und rechts der Abstand einigermaßen gleich ist und ich hier den Halbkreis ausstanze. Das ist ein bisschen schwer gegangen, weil ich ja gleich durch mehrere Schichten muss. So, und dann sieht das Ganze jetzt schon so aus. Ja, verziert habe ich eigentlich mit recht wenig, weil das Papier ja schon schön bunt ist. Jetzt habe ich hier jetzt aus dem Project Life Stempelset So ist das Leben, das Hallo genommen. Flüsterweißen Farbkarton, das Stempelkissen passend in Wassermelone. So. Dann nehme ich mir die 1 Zoll Kreisstanze, stanze das aus. Dann nehme ich die 1/4 Zoll Kreisstanze, stanze mir einen Kreis in Wassermelone aus. Und klebt das Ganze jetzt übereinander. Dann nehme ich mir ein Dimensional, klebe den einfach in die Mitte, setze das Ganze hier drauf und dann fehlt jetzt natürlich noch das Wichtigste, die Füllung. Wobei fraglich ist, ob bei diesen Verpackungen wirklich der Inhalt das Wichtigste ist oder die Verpackung selbst. Kommt sicherlich auf den Beschenkten an. Ja, und fertig ist die Box. Also ich mag diesen alternativen Verschluss sehr gerne. Ja, ich hoffe, euch gefällt meine kleine Bastelidee mit dem Envelope Punchboard. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Freue mich wie immer über Kommentare. Gerne hier auf YouTube oder auch auf meinem Blog. Da findet ihr auch nochmal die ganzen Papiermaße verschriftlicht. Ja, und sagt bis zum nächsten Mal. Tschüss!